und herzlich willkommen zu der neuen kreativen Doku. Heute geht's nach Frankfurt. Ich shoote mit Melli heute, wir shooten den ganzen Tag. Und wir werden etwas Outdoor-Shooting machen, etwas Sport-Shooting machen. Und danach gegen nachmittags gegen 16 Uhr oder so bewegen wir uns in ein super geiles Hotel und machen da das Shooting und alles, was da noch ansteht. Ich nehme dich mit. Komm, sei dabei, sei mein Gast. Auf geht's. Unterwelt von Frankfurt angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier befinde und wohin ich muss. Hoffentlich finde ich hier raus. So, das sieht eher nach dem Frankfurter Bahnhof aus. Jetzt schauen wir mal, wo die Melli ist. Suchen wir nach der Melli. Hi Melli. Hallo. Sag Hallo zum Internet. Hallo Internet. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt an den Westhafen. Westhafen, was machen wir dort? Wir machen schöne Fotos. Sicher, dass die schön werden? Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich bin guter Dinge. Okay, dann gehen wir zu dem Westhafen. Westhafen. Gehen wir da hin? Wir können ja hier so durchlaufen, ne? Leute, wenn ihr shootet, dann nie in so einer prallenden Sonne. Das ist so ein Scheiß, man kann gar nichts machen. So, wenn man mit Melli fotografiert, passiert sowas. Ich weiß nicht, wo wir sind. Melli, wo sind wir? Keine Ahnung. Lost place. Wahrscheinlich schläft sie hier immer wieder und hat mich hierher geschleppt. Okay, dann lass uns mal probieren. Eigentlich wollten wir auf die Brücke gehen, aber dann hat Melli ihre Leidenschaft entdeckt. Ja. Klettern. Mit High Heels. Mit High Heels. Mhm. Genau. Deswegen wollten wir klettern. Location-Wechsel, Outfit-Wechsel, alles-Wechsel. Brauchst du das? So, ein Parkzettel zum zweiten Parkzettel. Zahlen heute, glaube ich, mehr für die Parkplätze als fürs Essen. Ja, wahrscheinlich. So, Freunde der Sonne, Prost. Folgendes: Die aus dem Hotel haben angerufen
Und da sie wissen, dass wir Bilder drin machen wollen, haben sie gemeint, wir müssen 250 € zahlen, damit wir eine Genehmigung kriegen. Und jetzt will Melli unbedingt, dass ich zahle. Nein, jetzt wissen wir ehrlich gesagt gar nicht, was wir machen. 250 €, zu teuer. So ein guter Fotograf bin ich auch nicht. Was machen wir? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Was machen wir? So, Update. Wir haben das Hotel storniert, weil die so frech sind und 250 € für ein Privatshooting wollen. Jetzt sucht Melli die ganze Zeit nach dem Hotel. Melli. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir was finden oder nicht. Das ist halt jetzt echt, echt doof gelaufen. Mal schauen. Vielleicht klappt's. Vielleicht auch nicht. Bis 19 Uhr muss ich sowieso hier bleiben, weil mein Zug erst spät fährt. Dann schutten wir bis in die Nacht hinein. So, solange Melli hier telefoniert, warte ich, bis die Sonne unter die Wolken geht, denn in der prallen Sonne zu fotografieren ist einfach nur die Hölle. Es entstehen Augenringe, es wird überbelichtet alles sein. Natürlich könnte man einen ND-Filter benutzen, aber die habe ich jetzt nicht dabei. Und die prallende Sonne mag ich absolut nicht. Jetzt warte ich, jetzt ist die prallende Sonne da, jetzt warte ich, bis es wieder hinter den Wolken ist, weil dann kann ich richtig schöne Fitnessfotos von diesem Model hier machen. Da freue ich mich schon drauf. Und sie telefoniert, die Frau Merkel telefoniert. Frau Merkel klärt für mich. Sie ist mit Nachname Merkel, wie die Bundeskanzlerin, und die klärt es gerade. Wen rufst du an? Schröder? Hilton Hotel. Und wieder Location-Wechsel. Rollschuhe? Rollschuhe. Rollschuhe oder Rollstuhl. 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 Nach so viel Laufen brauche ich einen Rollstuhl. So, Location-Wechsel. Es ist zwar Schatten hier. Wir probieren das hier. Also ich ziehe die an und versuche in denen zu shooten, oder? Ja. Nicht? Okay, habe ich was missverstanden, aber... Boom. Wie cool ist das denn? Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe Mädels schon ausgezogen, aber nicht in Rollerblades. Hey, check it. Put the place up. So. Melli, sind wir durch? Wir sind durch. Wir konnten leider doch nicht in irgendein Zimmer und das Zoo-Shooting machen, aber... Das war ein geiler Tag. Wir haben geile Bilder so produziert und ich blende die irgendwann mal irgendwo mal ein. Folgt mir oder Melli auf Instagram und dann könnt ihr die Bilder sehen. Jetzt gehen wir etwas essen. Essen? Hast du Hunger? Oh ja, ich habe Hunger. Wieso denn? Ich dachte, Models essen nichts. Doch. Was denn? Burger und so. Ja, ja, mindestens. Burger, Pizza. Okay, dann gehen wir jetzt essen. Schau mal, Leute, was wir haben. Poke, Poke. Zum ersten Mal? Oh ja. Und? Wie sieht's aus? Es sieht mega aus. So, probier mal. Probier mal einmal. Aber nicht schmatzen.
Nicht meins. Und da fliegt gerade Deutschland raus. Und wir essen hier. Melli hat nicht alles aufgegessen. Melli verschwendet Essen. So, wir sind fertig. Die junge Dame fährt mich jetzt zum Bahnhof. Da lege ich mich schlafen hin. Da warte ich auf meinen Zug. Und düse nach Hause. Diese hier Doku schneiden. Peace out.